Ja, was haben wir heute vor? Ich erzähle kurz erstmal, wer ich bin, gehe mit euch mal auf die aktuelle Gesetzeslage ein. Die eine oder der andere haben es vielleicht mitbekommen. Es gab jetzt Anfang des Jahres auch ein Verfassungsgerichtsurteil zu unserem Polizeivollzugsdienstgesetz, wo ich ein bisschen mit euch durchgehe, erzähle euch was über aktuelle Überwachungsmaßnahmen in Sachsen, so ein bisschen der große Zusammenhang, ja, und dann versuchen wir mal einen Blick in die Glaskugel und überlegen, was wir alle selber tun können. Genau, wer bin ich? Hi, ich bin die Stefanie bzw. Ökök. Ich bin Piratin, habe da lustige Vorstandsämter und jetzt auch ein Kommunalmandat, ein kleines, als Stadtbezirksbeirätin. Mach so Politik-Podcast-Sachen, bin ja auch Teil vom örtlichen Chaos. Also ihr habt mich vielleicht heute schon als Heroldin irgendwo gesehen. Bin so mittlerweile reingerutscht in den Job der Fediverse-Erklärtante, mach da viel so Mastodon-Kram und bin auch Teil vom Arbeitskreis für nachhaltige Digitalisierung Dresden und habe eine kleine Rechtsschwäche, denn ich habe mal 6 Jahre unerfolgreich Jura studiert und da deshalb mache ich gern so ein bisschen Rechtssachen hier immer bei den Datenspuren. Genau, aktuelles sächsisches Polizeivollzugsgesetz. Vielleicht habt ihr noch den Begriff Polizeigesetz im Kopf, so hieß es früher. Vielleicht könnt ihr euch auch noch an die Demonstrationen erinnern, so 2018, 19, ein paar von den Gesichtern, die ich hier sehe, waren auch damals mit auf den Demos mit dabei. Denn dieses neue Polizeigesetz hat erheblich mehr Überwachungsmaßnahmen. Also unser Polizeivollzugsdienstgesetz wird gerne mit dem bayerischen verglichen, dass das somit die schlimmsten sind, die wir haben in unseren Bundesländern. Und ja, das ist alles nicht so schön. Es gab jetzt eine ganz kleine Anpassung im Juli 2024. Die hat aber tatsächlich gar nichts damit zu tun, dass jetzt Teile unseres aktuellen Polizeigesetzes verfassungswidrig sind. Die kommen noch aus dem Koalitionsvertrag, aber dazu später. Genau, also was ist da aktuell so drin? Es gab diese kleine Änderung. Das ist eigentlich so eine Maßgabe gegen Racial Profiling. Also, dass Leute rausgezogen werden, weil sie keine weißen Kartoffeln sind. Und da können jetzt Menschen anfordern, wenn sie kontrolliert werden am Bahnhof, so verdachtsunabhängig oder sonst was, dass sie so eine kleine Quittung kriegen, wo dann draufsteht, was für Polizeibeamtinnen sie da eben aus welchem Grund zur Seite genommen haben. Die können bei Hotspots, eben wie zum Beispiel Bahnhöfen, verlangt werden, müssen aber auch verlangt werden. Und das ist so ein kleiner, nettes, neuer Punkt, den wir haben. Die Polizeigewerkschaften finden das gerade nicht so gut, weil die Angst vor Bürokratie haben. Der Sächsische Flüchtlingsrat findet das ziemlich gut und ich muss sagen, es ist ein kleiner Schritt in eine gute Richtung, denn wenn du halt dir einfach also verlangen kannst, ja, warum redet ihr jetzt gerade mit mir, warum zieht ihr mich da raus? Das ist schon mal ein kleiner Schritt, so überhaupt eine Handhabe zu haben gegen die Cops. Und bisher war Bremen lange Zeit das einzige Bundesland und ganz neu ist jetzt auch, dass wenn die Bundespolizei sowas macht, dass wir das auch halt verlangen können, so eine Quittung bei einer Kontrolle. Also das ist die neue Änderung, die vielleicht ein paar mitbekommen haben, aber der große, große Skandal, über den wir heute ein bisschen reden wollen, ist eigentlich das Urteil. Also das hat, wie gesagt, nichts mit dieser Änderung jetzt zu tun. Nämlich viele der Punkte im sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes sind aktuell verfassungswidrig. Woher wissen wir das? Wie kommt das? Also es gab eine Klage von Mitgliedern des Landtags von Grüne und Linke, die teilweise jetzt Erfolg hatte, war vom 25. Januar jetzt, dass einzelne Normen eben nicht mit der sächsischen Verfassung konform sind. Und bis Mitte Juni 2026 muss der Landtag einen neuen Vorschlag für diese Paragraphen vorlegen. Und bis dahin bleiben aber die verfassungswidrigen Sachen in Kraft. Also wenn wir jetzt mal mitrechnen, das war Januar diesen Jahres, das heißt 2,5 Jahre wird einfach bewusst verfassungswidriges Polizeirecht durchgesetzt in Sachsen. Ja, und was ein Grund ist, das vor allem hier nochmal zu besprechen, das bezieht sich vor allem auf verdeckte Videoüberwachung, andere Überwachungsmaßnahmen, die Punkte, die da nicht in Ordnung sind.
Ja, also eine kleine Begründung habe ich jetzt mal aus diesem Urteil mitgenommen. Die in diesen Vorschriften eingeräumten Befugnisse verstoßen ihrem Kerngehalt nicht gegen verfassungsrechtliche Vorgaben, nur deren konkrete Ausgestaltung bedarf in Teilen einer Nachbesserung. Das merken wir uns mal ein bisschen. Also, dass Überwachung stattfindet, sagt das Gericht, ist okay mit der Verfassung, bloß wie wir das machen, ist nicht okay. Das ist so ein bisschen für den Hinterkopf, da können wir uns nachher drüber aufregen. Ich habe hier mal so die Begründungspunkte durchgegangen. Also die Grünen und Linken haben so einen schönen Katalog, mit was die allen nicht einverstanden sind, ausgearbeitet. Muss ich sagen, gute Arbeit, sage ich neidlos, auch als Person aus einer anderen Partei. Und ja, die haben zum Beispiel Punkte zur verdeckten Überwachung und Ermittlungsbefugnissen, die in den Schutzbereich des Datenschutzes gehen und zum Teil auch in das Briefpost- und Fernmeldegeheimnis moniert. Und da sind Teile mit der Verfassung vereinbar gewesen, andere Teile nicht. Also zum Beispiel längerfristige Observation und Einsatz technischer Mittel war da drin. Aktuell steht in unserem Polizeigesetz, dass da bis zu schweren Eingriffen etwa der Dauer und Aufzeichnung auch außerhalb der eigenen Wohnung nicht öffentlich gesprochene Worte mit überwacht werden dürfen. Sprich, wenn wir uns jetzt hier irgendwo draußen zusammen hinstellen würden und über die nächste Demo reden, solche privaten Gespräche sind davon gemeint. Dann auch der Einsatz verdeckter ErmittlerInnen und V-Personen, was ja in den letzten Jahren immer so gut funktioniert hat, ist halt auch moniert worden. Die Überwachung von Telekommunikation, das ist halt klassisch das Anrufen. Identifizierung und Lokalisierung von Telekommunikationsgeräten, da geht es vor allen Dingen um die Bewegungsprofile, also dass getrackt werden kann, wer wo mit dem Handy ist. Und Eingriffe in die Rechtswegsgarantie. Also das heißt eigentlich, wenn diese Überwachungsmaßnahmen von A bis D bei dir vorgenommen werden, ist eigentlich eine grundsätzliche Verpflichtung da, dass du eben informiert wirst, dass du Ziel dieser Überwachung warst. Das haben wir jetzt im Gesetz stehen, das ist ein bisschen schwammig formuliert, dass du da nicht so zeitnah informiert werden musst. Und es gibt so ein paar gewisse Voraussetzungen, dass das sich verzögern kann. Das kann dann bis zu Jahren dauern. Das gibt unser Gesetz gerade her. Ja, genau. Dann haben wir noch andere Punkte, die mit kritisiert wurden. Zum Beispiel die polizeiliche Beobachtung und Kontrolle. Da geht es vor allen Dingen um so Bewegungsprofile durch Autos und nicht durch Handys, habe ich es jetzt genannt. Also, dass bei Videokontrollen zum Beispiel im Grenzgebiet die Kennzeichen mit erfasst werden. Und ja, da ist halt auch nur mit bemängelt worden, dass es halt so ein bisschen zu unkonkret drin ist, wann man das machen darf und wann nicht. Die generelle Kontrolle, wo Autos sich lang bewegen, ist in Sachsen theoretisch mit der Verfassung konform. Genau, Überwachung im öffentlichen Raum. Ich glaube, das ist so ein Thema, das kennen viele. Da wurde gesagt, das ist fast alles verfassungskonform, außer Bildaufnahmen und Aufzeichnungen durch Polizeibehörden zum Schutz gefährdeter öffentlichen Anlagen oder Einrichtungen. Das war denen zu unbestimmt, aber vielleicht kennt ihr das mit dieser schönen 30-Kilometer-Grenze, dieses Bild, das 30 Kilometer von den Auslandsgrenzen in Sachsen unbestimmte Videoüberwachung gemacht werden darf. Das ist theoretisch laut Verfassungsgericht verfassungskonform. Das Horrorszenario geht noch ein bisschen weiter. Zum Beispiel bei Regelungen zur Weiterverarbeitung personenbezogener Daten aus Strafverfahren. Die dürfen in der Regel eigentlich nicht so weitergegeben werden, aber die Befugnis zur Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der Gefahrenabwehr, die im Rahmen der Verfolgung von Straftaten gewonnen werden. Ja, das war denen auch wieder ein bisschen zu unkonkret und da standen auch noch mehr Sachen zur Weitergabe, gerade intern drin. Das ist angeblich alles okay, aber moralisch definitiv zu bemängeln, abzulehnen. Ja, so kleine Randnotiz, wie wir EU-Recht reinnehmen, das ist auch okay. Das ist, würde ich sagen, das ist der einzige Punkt, wo ich
so sagen würde, ja, da habt ihr recht, das ist okay. Genau, und ganz spannend sind auch die Aufenthaltsgebote und Verbote, die sehr strenge Regelungen in Sachsen haben. Das geht auch dann Richtung Fußfesseln, also Aufenthaltsgebote, also in was für einem Umkreis du sein musst und dass du dich zum Beispiel, wenn du verdächtig einer Straftat bist, dich immer wieder bei der Polizei melden darfst, oder Aufenthaltsverbote, wenn du halt Platzverweise hast. Ja, das darf man bis zu 2 Monaten machen und ja, einfach mit dem Zweck der Verhütung von Straftaten, sprich so ein bisschen so mit Glaskugel, dieser Mensch könnte gefährlich sein. Kontaktverbote dürfen auch bis in 2 Monate sein und wir haben halt auch den Einsatz von elektronischen Fußfesseln drin. Ja, das ist jetzt nicht mehr Überwachung, aber das ist einfach übel. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat, aber unsere stinknormalen Streifen-Cops dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Maschinengewehre und Handgranaten bekommen. Ermöglichen Spezialeinheiten, also du kannst da auch mal versetzt werden, des Polizeivollzugsdienstes, den Einsatz von Maschinengewehren und Handgranaten als sogenannte besondere Waffen in begrenzten Einsatzszenarien und qualifizierter Voraussetzung und auch Freigabe durch den Landespolizeipräsidenten oder dessen Vertreter. Das Gericht sieht da keine Probleme, sprich für eine Sondereinheit brauchst du dann so ein Okay vom Präsidenten und dann sind unsere Cops auf der Straße ausgerüstet wie das Militär. Sagt auch das, das Verfassungsgericht in Sachsen, das ist okay. Bisschen gruselig, alles in allem, und es gibt ja auch schon konkrete Sachen, wie sowas eingesetzt wird. Ich habe euch hier so einen kleinen Fall und ein paar so Ausschnitte dabei. Das ist jetzt nicht nur selbstreferenzieller Quatsch, den ich da mitgebracht habe, so ein bisschen Netzpolitik.org, die wir alle kennen, und so 2 Zitate aus so Piraten-Blogbeiträgen und Pressemitteilungen. Das soll euch ein bisschen zeigen, wie breit die Presse sich für das Thema interessiert, nämlich gar nicht. Es reden sehr wenig gerade aktuell darüber, dass wir ein Problem mit Überwachung haben. Worum geht es hier im Speziellen? Habt ihr vielleicht gehört, das ist auch wegen Berlin ein bisschen durch die Presse gegangen, das ist ein kleines Beispiel, nämlich der Einsatz von biometrischer Echtzeitgesichtserkennung mit dem PIS, Personenidentifikationssystem in Görlitz. Das kam so auf, das aufgeploppt, weil Berlin das benutzt hat und da so mehrere Leute aus der Netzbubble sich beschwert haben und dann kam raus, ach, das ist eigentlich ein sächsisches Ding, das die da benutzen. Und da haben wir uns gedacht, reden wir mal mit unserer sächsischen Datenschutzbeauftragten, Frau Hundert, ob das jetzt eigentlich auch in Sachsen benutzt wird. Und dann kam halt raus, das wird auch in Görlitz benutzt mit ein bisschen Recherche. Ja, hatten wir eine Anfrage an Frau Hundert und haben auch eine Antwort bekommen im Juli, dass der Einsatz von biometrischer Gesichtsüberwachung in Sachsen in mindestens 21 Fällen vorkam, das waren auch gerichtlich angeordnete Fälle, die waren dann so im Gebiet Görlitz, weil das ist ja an der Grenze zum bösen, bösen osteuropäischen Ausland, da muss man das da machen. Es ging in diesem Fall, also in diesen Fällen vor allem um retrograde Gesichtsabgleiche, nur der in Berlin bekannt gewordene erste Fall, wo das alles ein bisschen so ans Licht kam, was da gerade so passiert, der war Echtzeit. Und ja, die Überwachung in Görlitz in relativ knappen Zeitraum waren eben ja retrograde, sprich es wird gesammelt und dann ausgewertet. Und ich finde das schwierig, also dass es erstmal so gut wie gar nicht besprochen wird und dann auch dieses Ding, wenn, dann haben auch alle Angst vor Echtzeit. Die Begründung ist ein bisschen, ja, dann wird eventuell KI draufgeworfen und dann wieder gesammelt, um halt rauszuerkennen, wir machen da eine Überwachung und suchen halt Person XY, den, weiß ich nicht, den Konrad, und dann wird abgeglichen, ob der Konrad da in Görlitz zum Beispiel ist. Was ich aber auch sehr, sehr kritisch sehe, ist, dass großes Potenzial eben für Vorratsdatenspeicherung da ist, weil es muss ja erstmal gesammelt werden, um retrograd eben auszuwerten, sonst kannst du retrograd nicht auswerten. Ja, ach so, das habe ich jetzt hier gar nicht drin. Frau Hundert hat uns gesagt, ja, das ist schlimm. Ich bin jetzt nicht mehr dafür verantwortlich. Was ich schwierig finde, weil sie hat tatsächlich auch ein bisschen Einfluss. Also
Datenschutzbeauftragte im Land sind nicht nur dazu da, zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Sie kann tatsächlich auch, gerade was den Rechtsweg angeht, Empfehlungen aussprechen. Und da sieht sie sich gerade nicht so in der Pflicht. Wir prüfen gerade so von Piratens, wie wir da irgendwas machen können. Wer da auch Ideen aus dem Chaos-Umfeld hat, gerade auch so ein bisschen für Demos oder Sonstiges, gerne bei mir melden. Ja, und das ist jetzt ein Beispiel, was relativ übel ist in Sachsen. So, also bei 21 Kontrollen jetzt innerhalb von kurzer Zeit kann man nicht sagen, das ist ein Einzelfall, da ist Systematik dahinter. Und wir haben ja viele Sachen gerade, die zusammenspielen. Wir haben das neue Sicherheitspaket vom Bund gerade mit diesen geheimen Hausdurchsuchungen da, was ihr vielleicht mitbekommen habt, da ist ein Tippfehler drin, aber ich glaube, das könnt ihr mir verzeihen. Wir haben im Zusammenhang mit Europa, Chat-Kontrolle. Wir haben immer wieder, auch in anderen Kontexten, Vorratsdatenspeicherung immer noch am Hals, dass da Diskussionen sind. Also es ist wirklich ein Netz, und das bis nach unten geht, bis zu eben Landesvorschriften, was sich verdichten kann für eben mehr Überwachung. So, ist ja alles ein bisschen übel. Und jetzt habe ich so einen Blick in die Glaskugel mitgebracht. Also ich habe ja gesagt, bis Juni 26 müssen diese Vorschriften erneuert werden, die nicht verfassungskonform sind. Jetzt habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, wie die Wahlen ausgegangen sind. Nicht so schön. Und egal, wer jetzt in diese neue Regierung kommt, das werden Menschen sein, denen es auf alle Fälle, ja, helfen könnte, so die politische Opposition netter überwachen zu können. Das ist eine kritische Situation. Und ich habe gesehen, wir haben jetzt hier im Programm zum Glück auch was zur Überwachung, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist das Thema Überwachung unsexy geworden. Niemand mag mehr richtig über Chatkontrolle reden. So die Bewegung, die damals bei den Polizeigesetz-Demos war, so vor 6 Jahren, das hat sich absolut, ja, ins Leere gelaufen, obwohl wir gegen das demonstriert haben, was jetzt gilt. Und ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen zu abstrakt, ein bisschen zu unsexy. Dann hast du natürlich noch diese Leute, da führe ich immer schöne Diskussionen mit meiner Mutter, mit diesen, ich habe doch nichts zu verbergen. Am liebsten in Kombination mit, naja, aber ich gebe ja jetzt Google auch andauernd meine Daten. Wenn ich jetzt hier Instagram habe und so, da ist ja dann auch schon alles drin. Oder bei Google Maps, damit das ordentlich funktioniert. Das ist eine ganz, ganz schwierige Grundhaltung. Und ja, und ganz viele, die irgendwie politisch aktiv sind, die haben auch gerade leider andere Probleme. Ich habe die Ergebnisse gerade angesprochen von der Landtagswahl. Es beschäftigen sich jetzt auch ganz viele mit dem Thema Rechtsextremismus. Wir sind mitten in der Klimakatastrophe. Irgendwie insgesamt sind wenig Kapazitäten gerade da gefühlt. Ich habe mich hier mal selbst zitiert. Es gibt nicht das Problem, es gibt aber keine sichere Überwachung. Also es wird gerne mit diesem super Grundrecht Sicherheit argumentiert, aber wir brauchen das zur Strafverfolgung, wir brauchen das für Strafprävention. Stimmt aber nicht, denn es gibt keine sichere Überwachung. Sie gefährdet halt immer die Menschen, auf die sie gerichtet ist, und das sind dann im Zweifel wir alle bei anlassloser Überwachung. Das sind dann im Zweifel wir, die hier am Wochenende sitzen und mit den anarchistischen Tagen über neue Ideen für unsere Gesellschaft nachdenken. Ja, also ist die Frage, was kann ich jetzt tun? Also was können wir alle tun? Also wir haben mehrere Hebel. Wir haben einmal so die klassische Politik. Man kann, wenn man was erreichen will, vielleicht auch in größere Parteien gehen oder wie ich halt selbst versuchen, Politik zu machen. Man kann die Leute zum Wählen tragen. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl und wir haben, ich habe gerade schon erzählt, auch auf Bundesebene Überwachungsvorhaben. Wir müssen die Leute zum Wählen tragen. Also die Rechten schaffen es immer. Und wir müssen vor allen Dingen ein bisschen gucken, wer so die Leute sind, die auch gerne Überwachungsmaßnahmen mittragen. Also wir haben jetzt gerade eine Ampelkoalition. Die SPD fand das irgendwie die ganze Zeit geil. Die Grünen sind gespalten. Also ich habe sehr viel Liebe für Leute von Netzbegrünung, aber wir haben ja auch vom Fraktionssprecher harte Befürwortung für das neue Sicherheitspaket gehabt, also Wundertüte. FDP hatte kurze 5 Minuten, wo sie sich benommen haben, dann gab es einen Terroranschlag und dann haben sie gesagt, scheiße doch, wir brauchen Überwachung. Also es ist ein bisschen schwierig, da ein bisschen gucken und mit Gewissen
wählen. Also es haben ja zum Beispiel Linke auch noch mit zum Beispiel diese Anfrage gemacht, um mal Werbung für die Konkurrenz zu machen. Oder was natürlich auch geht, was jetzt auch ein bisschen mehr in Mode kommt, aber ich glaube, das haben ganz viele gar nicht auf dem Schirm. Für uns sind ja Leute gerade in diese neuen Sachen gewählt worden. Also gerade die von der CDU und von ja, so eher so konservativen Leuten, die erwarten gar nicht unbedingt, dass wir denen zum Beispiel nette Briefe schreiben, so dem Motto, hier, Sie sind doch jetzt für meinen Wahlkreis in den Landtag gewählt worden, wollen Sie sich nicht da und dafür mit einsetzen, Sie vertreten doch auch mich. Ihr glaubt nicht, was das für eine Wirkung hat, wenn du einen Brief kriegst, einen handgeschriebenen, das bekommen die nämlich sonst nicht, wenn da mal eine wirkliche Anfrage drinsteht. Du kannst auch so gut wie alle anrufen und die Sprechstunden nutzen. Ganz viele sind so in ihrer Bubble und machen so ein Thema. Mag das jetzt eine Person sein, die eigentlich sonst Sozialpolitik macht, die denkt nicht drüber nach, die machen einfach so, was der Rest der Partei macht und das sind auch alles nur Menschen. Also das ist wirklich ein Versuch wert, so auf die Leute, die für einen gewählt wurden, zuzugehen. Oder jetzt im Rahmen der Bundestagswahl, ihr werdet alle Direktkandidierende haben. Nervt die mit dem Thema. Sagt denen, hey, ich mag Freiheit zum Beispiel, wenn ihr mit der FDP redet, aber ich mag meine individuelle Freiheit auch. Ich seh das vielleicht anders als ihr, aber dazu gehört für mich, ich will nicht überwacht werden. Und sowas könnt ihr tatsächlich auch machen. Und das hat Input. Ich meine, ja, ich bin jetzt nur Piratenpartei, aber für mich hat das auch immer viel Input, wenn ich halt so Nachrichten von Leuten kriege oder wenn die Ideen haben. Also das macht was mit denen. Das sind auch nur Leute. Aktivismus, ich habe schon angesprochen, Demos. Ich habe das Gefühl, bei allem, was Polizei angeht, ist selbst in einem eigentlich ziemlich aktiven linken Dresden nicht viel los. Also wir haben so diesen einen Tag gegen Polizeigewalt. Da sind dann immer so, wenn wir Glück haben, 200 Leute bei der Demo. Und den Rest des Jahres ist Ruhe. Das ist ein Problem. Weil wenn wir halt wirklich ein bisschen Aktivismus, wie zum Beispiel Demos machen oder halt kreativere Aktionen, Sticker-Aktionen, sonst was, ich habe ja einen Stickerstapel mitgebracht. Ja, also das kann auch einfach das Thema weiter verbreiten. Und das ist auch so ein Punkt, den ich so ein bisschen euch mitgeben möchte. Verbreitet bitte, dass wir ein aktuelles, immer noch Überwachungsproblem haben. Ganz viele so aus unserer Elterngeneration oder so kennen das noch von der SED, das klingt halt immer ein bisschen platt, aber die kennen halt noch die Stasi. Wenn man mit Leuten redet, die kennen noch, wie das ist, wenn Leute nach Bautzen kommen. Und wenn man denen das sagt, aber wir bewegen uns gerade im demokratischen Feld in ähnliche Muster. Ich will es jetzt nicht gleichsetzen. Aber ich denke, dass dieses Thema Überwachung ist ein Problem, gerade auch, dass wir das alles so unterm Schirm haben, erreicht mehr als nur hier uns von der Netzpolitik-Bubble. Ja, also informiert euer eigenes Umfeld und gerne auch darüber hinaus. Also mal hier so Leute, die man nicht kennt, nochmal drüber reden. Hier, die ÖKOK hat mir hier vorhin was erzählt. Wusstest du das schon, dass eigentlich so viel vom sächsischen Polizeigesetz verfassungswidrig ist und selbst das, was angeblich verfassungskonform ist, ist irgendwie auch schon wie aus einer Dystopie. Ja. Genau, also das wäre so mein, was kann ich tun? Und das ist auch ein bisschen das eine, was ich mir wünsche, was ihr euch mitnehmt. Also ihr könnt alles vergessen mit diesen komischen Paragraphen und was jetzt mit Fußfesseln ist oder nicht, sondern einfach, dass wir drüber reden müssen, dass es auch mehr als eine Chatkontrolle gibt, dass wir ganz lokal, und es ist nicht nur das sächsische Polizeigesetz, was stinkt, also auch das bayerische ist ganz, ganz furchtbar zum Beispiel, also dass wir da ganz viele Baustellen haben und dass es einfach da wieder ein bisschen mehr Aktivismus geben muss und auch mehr als nur so ein Vortrag hier, sondern auch wirklich mal wieder ein bisschen was zum Beispiel auf der Straße. Dann habe ich hier für euch nochmal ganz viele lustige Quellen. Also wenn ihr die im Detail nachgucken wollt, wie gesagt, ich habe es ja auf meiner Website. Ja, und dann war ich jetzt relativ schnell durch, aber ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht hat irgendwer Fragen oder sagt, das ist Quatsch, Kameras beschützen mich und kommen runter, wenn ich verprügelt werde und ich brauche die. Ja. Also mein lieber Herold steht bereit für Fragen. Dann danke für den Vortrag und hat denn jemand schon eine Frage? Ich komme mal.
Ja, ich fand das ja gerade ganz spannend, was du gesagt hast in Bezug auf den Nicht-Stasi-Vergleich. Weil wenn man das anführt, dann bricht ja bei den Leuten immer sehr schnell ein, na, ist ja eh alles ganz scheiße mit der Demokratie, funktioniert ja eh nicht. Und zack, ist die Diskussion ja ganz am Ende. Und man hat die gar nicht mehr erreicht, weil wir sind bei Weitem nicht dort. Das ist jedenfalls meine Grundüberzeugung. Und das ist ja auch das Gute, weil das können wir auch nutzen und sollten wir ja auch nutzen. Aber wie kriegt man diese Kurve gebacken? Also, dass die einerseits verstehen, man die mitgenommen kriegt, das ist, wir sind bei Weitem nicht dort. Und andererseits kriegt man die ja nur, wenn man die mitgenommen kriegt, dann kann man ja was erreichen, weil das sind ja verdammt viele, die sehr enttäuscht sind oder noch nicht wirklich angekommen sind, würde ich behaupten, in der Demokratie, auch wenn ich jetzt einen falschen Akzent habe, aber ja. Du, aber ich verstehe, was du meinst. Ich kann auch mehr Sechsen, damit es mir glaubt. Nee, ja, das ist super schwierig mit dem Fingerspitzengefühl, weil ich kenne auch beides so aus dem Umfeld, so meine Mutti und so, da sind auch Leute, die sich immer sagen, früher war alles besser und das ernst meinen, weil die halt nie Berührungspunkte hatten und es gibt halt die Leute, die halt, wie gesagt, Leute kennen, die in Bautzen waren. Also für die, die es nicht wissen, Bautzen war ein sehr schlimmer Stasi-Knast mit auch Folter, wo vor allen Dingen auch Oppositionelle reingekommen sind. Ich finde es, also das ist so ein bisschen die Sinnfrage, die du gerade so stellst. Also ich versuche es immer so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und laufe auch oft gegen Mauern. Was vielleicht, aber das ist natürlich das nächste Trigger-Thema, hilft, sind so aktuelle Überwachungsfälle mit Nennen. Ich weiß nicht, ob du den da so Reportage-Podcast von Netzpolitik.org vielleicht kennst, die hatten so Hausüberwachungsfälle oder wenn man über so Sachen wie wie stark zum Beispiel die Leute von letzter Generation für einfach nur rumsitzen immer halt in den Fokus gelangen und dass selbst bei denen dann Hausdurchsuchungen gibt oder bei Leuten, die angeblich halt was mit Kreide auf den Fußboden geschmiert haben und minderjährig sind, dass die dann auch Opfer von Hausdurchsuchungen werden, das sind vielleicht so Fälle, wo sich Leute denken, oh, aber meine Nachbarstochter, die geht ja auch immer zu den FFF-Demos. Die ist doch so ein liebes Mädchen, wie passt denn das zusammen? Also dann so ein bisschen mal überlegen, was ist im Einzelfall vielleicht ein realer Bezug? Ich weiß, das ist super schwierig und ich hätte gerne eine generelle Antwort für dich, aber es ist so mein Versuch zumindest, dann immer so ein bisschen zu gucken, was ist so dein Umfeld und was geht dann vielleicht eher so ein älterer Vergleich und wie gesagt, gerade so diese Sachen gegen Klima, ich weiß, ganz viele hassen die letzte Generation, aber ich denke, dass das bei vielen dann immer noch mal so ein Setz macht, so wie, was, die wären Opfer von Hausdurchsuchungen, für was? Also, ja, sowas vielleicht nochmal. Ja. So, hier drüben war noch jemand, oder? Magst du noch? Ich weiß nicht, auch nicht, wer du warst. Ja. Das Mikro kommt. Der Stream möchte auch hören, was du fragst. Das ist bestimmt eine gute Frage. Hallo, hallo Stream. Hi. Hallo, hallo Ükük. Die 21 bekannten Fälle der Gesichtserkennungsüberwachung. Ja. Die Quelle oder die Erläuterung, wie wird man darauf aufmerksam? Indem man nachfragt bei der Polizeidirektion. Das war nicht öffentlich, wir haben nachgefragt. Aber haben dann die Betroffenen nachgefragt? Oder? Nee, wir haben als Piraten Sachsen nachgefragt. Du wirst ja nicht benachrichtigt, weil das war Überwachung im öffentlichen Raum. Und Leute sind da halt durch oder nicht. Und wir haben auch nicht so viele Details, dass wir jetzt rausgeben könnten, das war jetzt am Dienstag den so und so vielten um so und so viel Uhr. Das haben wir leider nicht. Also ihr wüsstet jetzt auch nicht, wer diese 21 Personen sind? Das waren tatsächlich Gebiete in Görlitz. Also das waren nicht einzelne Personen, das waren die Leute, die da in diesem Zeitraum in Görlitz unterwegs waren. Mehr als ein, ach so. Ja, also das waren halt 21 Fälle so gesehen, wo das gemacht wurde, diese unabhängige Überwachung. Okay, danke. Ja, gerne. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, das kann man sich gar nicht so vorstellen, dass dann einfach da Kameras sind. Also ein Bekannter von mir in Görlitz hat das auch zumindest zwischendurch mal gesehen und mir dann erzählt, als er das halt mitbekommen hat, dass wir das von Piraten bearbeitet haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, schön, der ist da mit dem Auto auch lang. Scheiße. Ja. Noch Fragen? Oh, ja.
Ah, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war, aber ich komme mal gleich hier hin. Ich habe nur eine kurze Frage. Wenn man schon nachfragen muss, um diese 21 Fälle rauszukriegen, kann man das Nachfragen automatisieren? Das ist eine gute Frage. Also, wir haben ja jetzt bei der Polizeidirektion und bei der Datenschutzbeauftragten gefragt. Also man kann halt immer wieder fragen, aber wir müssen das halt Menschen fragen. Deshalb bringt das, glaube ich, nicht ganz so viel, aber es wäre vielleicht andersrum, nicht ganz automatisiert, aber es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir nochmal veröffentlichen, was wir da so gefragt haben, damit Leute das nachmachen können. Das ist kein Automatisieren, aber du bringst mich gerade auf sehr gute Ideen. Danke. Ja, ich wollte nur Frau Erse sagen, dass ich das, also ich komme aus Görlitz und ich mich regt das immer wieder auf, wenn ich da durch die Stadt halt fahre und ich dann an diesen Kameras, die da einfach auf mich gerichtet sind, und du weißt halt nicht mehr, ob sie an sind. Ja, genau. Und dann wollte ich fragen, wie kann man irgendwie aktivistisch dagegen vorgehen? Könnte man halt sagen, ja, alle, die jetzt in Görlitz mal sind, schreiben dann jeweils eine Beschwerde bei der Datenschutzbeauftragten oder so, dass es dann mal Beschwerden regnet, oder sollte man alle bei der Polizei anfragen, was wurde von mir verarbeitet, oder wie kann man aktivistisch noch werden? Also ja, du kannst bei der Polizeidirektion als potenziell betroffene Person Anfragen stellen. Du kannst sowas tun, aber also der große Kniff ist halt, du brauchst eine kritische Masse Leute, die das mitmachen, weil wenn du jetzt eine einzelne Anfrage stellst, ist das natürlich nobel und du hast eine Antwort, aber also alles, was du gesagt hast, aber das am besten so mit deiner ganzen Peer Group, würde ich sagen. Und was, damit die Peer Group größer wird, Demos anmelden. Ist nicht schwierig. Also weil, ja, ihr habt halt die Nazis, die da jeden Montag laufen und die Gegendemo und sonst ist ja bei euch nicht so viel vielleicht. Also naja, das ist ein ernst gemeintes Ding in Görlitz, die brauchen immer Support, ich war lange nicht mehr da, aber ja, wenn ihr montags frei habt, fahrt nach Görlitz. Alles klar. Dazu kann ich noch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich auch da wohne, dass wenn ich dann immer über die Grenze fahre, kurz einkaufen oder so, und auf die Fragen von der Polizei, wo fahren Sie hin, wo kommen Sie her und was haben Sie in den letzten 1-2 Stunden gemacht, ich mit der Aussage, wir sind doch im Schengen-Raum, dafür muss ich doch gar nicht antworten, immer reagieren mit, okay, dann steigen Sie bitte aus, denn jetzt suchen wir das ganze Auto und kontrollieren mal, ob noch alles verkehrstüchtig ist. Ah, dann lass dir jetzt eine Quittung geben. Wir können ja jetzt. Es macht denen auch Aufwand, das hilft auch. Also wenn ihr einfach, die ihr da wohnt, die Leute einfach auch mit diesen Quittungen nervt, macht das. Also wirklich, wir müssen so ein bisschen kreativen Kram da machen, um da ein bisschen Widerstand zu machen. Ja. Noch Fragen? Ah, da. Ah. Also wenn es darum geht, viele Anfragen zu stellen und das nicht automatisiert passieren darf, fragt den Staat, macht ja manchmal so Kampagnen. Und da fragen dann Menschen an, aber sie machen halt eine Kampagne, was heißt, dass es einem Benutzer mit wenig Aufwand möglich ist, eine Anfrage zu stellen. Aber ich glaube, das lohnt sich bei 21 Anfragen noch nicht. Das eher so bei 1000 Anfragen und aufwärts. Also Frag den Staat hat bisher schon so Kampagnen wie Frag Sie Abi, wo man Abi-Touraufgaben anfragen kann, oder Top Secret, wo man Hygieneberichte anfragen kann. So eine Kampagnen gibt es da. Also wenn da jemandem was einfällt, was viele Anfragen abwirft, kann man da bestimmt mit den Leuten von Frag den Staat mal reden. Ja, also wir wissen jetzt nur in Görlitz davon, aber ich meine, es ist jetzt nicht die einzige Polizeidirektion im Grenzgebiet. Vielleicht wäre das dann mal im großen Stile wirklich eine Idee. Ah, hier vorne noch. Danke übrigens, dass ihr so viele Fragen stellt, wenn ich schon so schnell war, dass sich dieser Timeslot hier auch lohnt. Also danke für deinen richtig coolen Überblick über die Überwachungsmaßnahmen in Sachsen und diesen Gerichtsbeschluss. Du meintest vorhin, dass gerade wenig Energie ist für so Demos gegen Überwachung und eher so in Richtung Rechtsextremismus gerade sehr groß war, gerade mit den Brandmauer-Demos.
und so weiter. Und dabei finde ich aber immer, dass Überwachung auch ein Thema ist, was extrem mit diesem Rechtsextremismus oder den autoritären Kräften synergiert. Denn ich denke dann immer dran, jedes Gesetz, was wir jetzt beschließen, was Überwachung verstärkt, das ist ein Gesetz, was autoritäre Kräfte, Rechtsextreme super gern nutzen und auch nutzen können, sobald sie vielleicht doch irgendwann mal in eine Regierung oder in ein Amt kommen, wo sie ein Ministerium leiten. Denn so ein Gesetz zu erlassen dauert lange, aber so ein Gesetz wegzukriegen dauert noch mal länger. Und deshalb finde ich es super gefährlich, dass diese Gesetze jetzt kommen. Und das wäre eigentlich auch was für alle Demos gegen rechts, dieses Thema auch mit aufzuarbeiten. Denn am Ende ist das was, wogegen wir alle kämpfen müssen. Egal, ob wir jetzt Überwachung als Fokus haben oder auch den Kampf gegen den Rechtsextremismus. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Aber vielleicht ist das auch nur meine verzerrte Wahrnehmung. Also wie seht ihr das? Haben Leute um euch drumherum das Thema Überwachung auf dem Schirm? Was würdet ihr so sagen? So Kopfschütteln, nicken? Ja, scheiße, ihr schüttelt alle mit dem Kopf. Also dann ist es bei euch nicht anders als bei mir so gefühlt. Also so meine kleine Peergroup, wenn ich hier bin oder halt bei der Partei, aber sonst so drüber hinaus, ja. Deshalb müssen wir drüber reden. Also du kannst schöne Brandrede gerade halten. Mach das auch woanders. Mach's gut. Das wäre vielleicht mal ein guter Redebeitrag. Das heißt jetzt zum Beispiel vielleicht auch bei FZ oder... Ja. Das stimmt. Ja, dann sage ich es nochmal für den Stream. Also es wäre natürlich ein sehr cooler Redebeitrag. Sei es jetzt auf einer Brandmauer-Demo, sei es jetzt auf vielleicht auch einer FFF-Demo. Die nehmen ja auch gerne solche Redebeiträge, dass man darüber einfach mal redet und das an dieses Publikum weitergibt, weil ich glaube, dass das ein Publikum ist, was es auch sehr, sehr interessieren könnte. Habe ich jetzt einen Arbeitsauftrag für euch? Weil bei mir ist immer das böse Label, die macht auch Partei. Ich werde dich überall hingeladen, weißt du? Also das ist ein Arbeitsauftrag für euch vielleicht, sowas zu machen. Ihr habt jetzt die Infos. Ich gebe euch auch gern welche mit. Ja. Hi, da vorne noch. Ja. Ich bin jetzt erst zum Schluss dazu gekommen, leider, aber ich wollte noch kurz anknüpfen an das zuvor Gesagte, was diese Anfragen angeht, wo ich denke, ja, das ist total sinnvoll, aber ich glaube, den größten Hebel hat man bei solchen Sachen, denke ich ja immer, wenn man halt irgendwie Multiplikatoren hat, wenn man irgendwie dann auch wirklich eine Kampagne hat über irgendwie Medien und so, wenn dann wirklich viel mehr Leute davon was mitbekommen und halt auch wirklich ein politischer Druck darüber, über diesen Hebel zustande kommt und nicht über jeder macht für sich, kämpft für sich, sondern alle kämpfen gemeinsam und aber auch mit einer medialen Aufmerksamkeit, weil wenn die Polizei oder die Datenschutzbeauftragten das nur individuell bearbeiten und so, dann ist damit nicht viel gewonnen, sondern es muss richtig über eine mediale Kampagne muss dann so, hier in Görlitz wird systematisch die Bevölkerung überwacht, da muss richtig ein Aufschrei her oder ein richtiger politischer Druck oder ein medialer Druck über den Hebel medialen Druck dann politischer Druck kommen. Ja. Ich weiß nicht, ob du vorhin da schon dabei warst. Das waren so meine Pressebeispiele. Also wir hatten so ein bisschen was von SZ und so, also Sächsische Zeitung, die uns mit aufgenommen haben. Sonst hat fast eine Netzpolitik drüber geredet. Und wir als Kleinstpartei, die keiner mitkriegt. Also ja, das ist die große Frage ist nur, wie kriegen wir es auch hin, dass die Presse es auch als wichtig empfindet, wenn zum Beispiel halt einfach so viele andere Katastrophen wie Wahlen in Sachsen sind. Ja. Also, wenn ihr Presseleute kennt, gerne. Also, wir haben es versucht, wir haben es auch mit Netz und so ein bisschen den Kontakten. Deshalb ist es zum Beispiel auch so schnell bei Netzpolitik bekommen. Es gab mal einen Zeitartikel, war es, glaube ich, und das war es dann. Und wir haben es versucht, relativ groß aufzuziehen, als wir die Anfrage gemacht haben, als wir die Antwort bekommen haben. Ja, also ich will jetzt nicht jemand, die böse Presse redet nicht über die kleine Partei und das kleine Thema, aber... Ja. Oh, ihr zeigt hier gerade auf die Zeit. Ja, entschuldigt. Gut. Dann, der Hinweis war, wir sollten jetzt aufhören und sonst bin ich noch da für euch. Und ihr habt ja auch meine Website mit ganz vielen Kontaktkram, wenn ich euch weglaufe. Ihr schreibt mir gerne. Ihr habt so tolle Fragen gestellt, ihr habt bestimmt tolle Ideen.